Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der letzte Teil meiner Flohmarkt-Ausbeute. Und das sind die Krimis und Thriller, die ich jetzt keinem anderen Bereich sozusagen zugeordnet habe. Und deswegen, keep calm and read a book. Man kann es nicht sehen, weil es sich spiegelt, aber nehmt euch einen Kaffee. Oder einen Tee. Oder ein Heißgetränk eurer Wahl. Solange es kein Glühwein ist im Sommer sozusagen. Denn wir gehen ein paar Bücher durch. Einige sind bekannt, andere nicht. Ich habe ein paar Schnäppchen geschossen und habe sozusagen meine Liste der zu lesenden Bücher um einiges erweitert. Vor allem natürlich Krimis und Thriller. Und wir fangen an mit einem Thriller, der sogar verfilmt wurde, nämlich Paula Hawkins, Girl on the Train. Sie kennt dich nicht. Warte, du kennst sie nicht, aber sie kennt dich so rum. Der Cover ist sehr, sehr schön. Man sieht einen vorbeirauschenden Zug im Hintergrund. Und es ist damals relativ gehypt worden, als es rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist. Jetzt muss ich mal gucken. 2015, also schon ein paar Jahre her, habe ich übrigens 2 Euro für gezahlt. Steht hier vorne drin. Das war dieser Stand, wo man mehr als 1 Euro gezahlt hat. Und ja, das ist ein Thriller eben, der seinerzeit hohe Wellen geschlagen hat. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Das Buch ist in ganz gutem Zustand. Hier sind ein paar Leserillen, aber mein Gott, ist halt Secondhand. Wenn man es noch lesen kann, finde ich es okay. Wir starten. Auf alle anderen in diesem Abteil wirklich völlig normal. Ich tue, was sie tun. Zur Arbeit pendeln, Termine machen, Dinge erlegen. Wie kann man sich irren? Jeden Morgen pendelt Rachel mit dem Zug in die Stadt und jeden Morgen hält der Zug an der gleichen Stelle auf der Strecke an. Rachel blickt in die Gärten der umliegenden Häuser, sieht ihre Bewohner und eines Tages beobachtet sie etwas Schockierendes. Tess Gerritsen hat gesagt, packend, spannend, absolut unvorhersehbar, unmöglich, das Buch aus der Hand zu legen, nicht entgehen lassen. Ja, lieber Tess Gerritsen, lasse ich mir nicht entgehen, habe ich mir geholt. Und ich bin gespannt. Wie gesagt, hohe Wellen geschlagen seinerzeit und jetzt auch in meinem Besitz und bald zu lesen. Dann haben wir ein Buch von Jean Le Carré, wahrscheinlich spreche ich das falsch aus. Geheime Melodie, ein Roman, aber wer den Namen des Autors schon mal gehört hat, weiß, dass er meistens Thriller und vor allem Spionage-Thriller geschrieben hat. Er ist 1931 geboren. Viele seiner Bücher sind also schon ein bisschen älter. Ich wollte immer schon mal ein Buch von ihm lesen und habe ich jetzt die Chance ergriffen. Wir starten mal durch mit dem Klappentext. Der Weltbestseller vom Meister des Spionage-Thrillers steht oben drüber. Dolmetscher Bruno Salvador wird vom britischen Geheimdienst für eine inoffizielle Konferenz zum Thema Kongo engagiert. Die krisengeschüttelte und an Rohstoffen reiche Region ist Brunos Heimat. Bahnt sich in dem fernen Land eine Katastrophe an? Bruno sucht Verbündete, die mit ihm für eine demokratische Zukunft des Kongos streiten. Doch plötzlich wird er zum Gejagten, denn in seinem Besitz befinden sich wertvolle Dokumente. Eine große, vielstimmige Sinfonie des Verrats, sagt der Spiegel. Ja, wie gesagt, von Le Carré. Kann man mitnehmen, habe ich noch kein Buch von gelesen. Dieses Buch hier ist wesentlich unbekannter, nämlich, zumindest mir, nämlich Declan Hughes, Blut von meinem Blut, habe ich vor allem deshalb mitgenommen, weil hier die schöne irische Harfe vorne drauf ist. Und die unter anderem ja auch Guinness symbolisiert, die Brauerei. Und ich wollte immer mal irgendwie mal wieder was in England, Irland, Schottland lesen. Und der Klappentext ist kurz, knackig und sehr spannend. Vor 20 Jahren, also hier steht vor 20 Jahren, und da kommen halt so ein paar Stichpunkte, ne? Also vor 20 Jahren verschwand Eds Vater. Hatte seine Mutter eine Affäre? Sah er denn da zum letzten Mal? Das ist der obere Teil. Nun ist Linda tot. Nun ist seine Mutter tot, Linda ermordet. Die Spur führt in die Vergangenheit.
Dieses Mal kann Ed Loy nicht fliehen. Ja, auch das steht gar nicht drauf, ob es ein Thriller oder Krimi ist. Ich nehme an, das ist ein Thriller. Ich fand es einfach spannend, habe es mitgenommen für 1 Euro. Ja, 1 Euro. Dann haben wir etwas, was mehr wieder in Richtung Urlaubskrimi geht. Und zwar Erik Berg, Die Schattenbucht, ein Kriminalroman. Man sieht hier ganz schön eine Düne mit einem, ja, eine Art Windmühle. Ich kann immer den Autor nicht sagen, ehrlich gesagt. Deswegen einfach direkt zum Klappentext. Stille Wasser sind tief, doch menschliche Abgründe sind tiefer. Ohne ersichtlichen Grund springt Marlene Adamski vom Balkon ihres Hauses in die Tiefe. Sie überlebt, spricht seitdem jedoch kein Wort mehr. Psychologin Ina Bartholdi findet keine Erklärung, doch der Fall lässt sie nicht los. Sie fährt nach Prerow. Dort wird die 62-jährige Marlene scheinbar liebevoll umsorgt. Nur das Verhalten des Ehemanns ist seltsam. Keine Sekunde lässt er seine Frau allein. Will er verhindern, dass Marlene mit Ina spricht? Was hat dieser Mann zu verbergen? Und was hat er mit den merkwürdigen Vorfällen in Prerow zu tun? Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ob es eine Reihe ist oder so. Die Story oder die Vorabschirme erinnert mich sehr stark an Joy Fielding im Koma, falls ihr das Buch gelesen habt. Das ist schon relativ älter. Da geht es auch darum, dass eine Frau, also hier geht es nicht darum, aber da geht es generell um die Thematik, dass eine Frau von ihrem Mann abgeschirmt wird. Und in diesem Fall war es so, dass die Frau im Koma liegt, weil sie hätte eigentlich sterben sollen. Und der sie ins Koma gebracht hat, war nämlich ihr Ehemann. Und bei dem ist sie jetzt wieder nach dem Koma und so weiter. Also das erinnert mich daran. Das Buch ist ein bisschen mitgenommen, ein paar Leseecken. Aber auch das ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh mein Gott. Und von daher, für 1 Euro kann man nichts falsch machen. Also früher hat man für 1 Euro mal irgendwie einen Hamburger bekommen oder so beim Goldenen M. Mittlerweile nicht mehr. Aber ein Buch ist auf jeden Fall besser investiertes Geld. Weisheiten von mir. Dann haben wir einen Thriller. Und zwar Taylor Adams, No Exit, diese Nacht überlebst du nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch schon mal irgendwo gesehen habe. Ist gar nicht 2019 rausgekommen. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Rezension dazu gesehen. Ich meine vom Max von Literaturtrunk, ich bin mir aber nicht sicher. Jedenfalls kommen wir zum Klappentext. Oder es war so ein ähnliches Buch, weil da irgendwie auch in so einem Berghütte Morde passieren. Der Klappentext. 4 Freunde, ein Verbrechen, wem kannst du trauen und wer will deinen Tod? In den Bergen von Colorado gerät die junge Darby Thorne in einen Schneesturm und sucht Zuflucht in einem Motel. Dort trifft sie auf eine Gruppe von Schutzsuchenden. Darby scheint in Sicherheit zu sein, doch auf dem Parkplatz macht sie eine schreckliche Entdeckung. Im Fond eines Vans sieht sie ein gefesseltes Mädchen. Wie Eiswasser schießt die Erkenntnis durch Darby, der brutale Täter muss unter den Anwesenden sein. Aber es gibt keine Verbindung nach außen, keine Fluchtmöglichkeit. Darby muss das Mädchen retten und die Nacht überleben. Ja, also Klappentext und Cover, Kaufgrund, ja. Ich weiß nicht, was man mehr sagen soll. Ich freue mich drauf. Es scheint sehr spannend und sehr, sehr, sehr kurzweilig zu sein. Dann kommen wir zum letzten Stapel. Oh. Und zwar ist das einmal Hinter der guten Tür von Megan Collins, ein Thriller, und man sieht ein Schlüsselloch mit Rot. Das Buch hat 3 Euro gekostet, ist also noch relativ aktuell wahrscheinlich. Ja, tatsächlich 2020. Das war vorher auch 2019. Also noch quasi aktuell. Klappentext.
Hinter der roten Tür lauert die Angst. Dieses Gesicht, als Fern Douglas ein Bild von Astrid Sullivan im Fernsehen sieht, ist sie sich absolut sicher, sie zu kennen. 20 Jahre zuvor wurde die damals 14-Jährige entführt. Jetzt ist Astrid erneut verschwunden. Fern glaubt, sie aus ihren Träumen zu kennen. Ein Mädchen, das sie stumm um Hilfe bittet. Sie reist in ihren Heimatort in New Hampshire, um mehr über Astrid herauszufinden und über ihre eigene Vergangenheit. Denn Fern leidet an Gedächtnislücken. Doch das Elternhaus ruft dunkle Erinnerungen in ihr wach. Immer wieder sieht sie das Bild einer roten Kellertür. Was ist damals hinter dieser Tür passiert? Ein dramatischer Thriller, der sie bei ihren Urängsten packt. Ich bin gespannt. Noch relativ aktuell, wie gesagt, aus dem Ullstein Verlag. Megan Collins habe ich noch nie von gehört. Also über die Autoren kann ich nichts sagen. Trotzdem bin ich gespannt. Dann kommen wir zum wohl schlechtesten Buch, was ich gekauft habe. Zumindest im äußeren Zustand nachzuurteilen, aber never judge a book by its cover. Dennoch, also es ist komplett zerstört, also Leserillen okay, aber also diese Ecken, gerade hier unten, es ist, also sieht ja, sorry, aber es sieht so aus, als hätte damit jemand seinem Allerwertesten zu feiner Säuberlichkeit verholfen. Hat auch nur 1 € gekostet. Wenn das mehr gekostet hätte, wäre ja auch ein bisschen krass. Es ist halt ein James Patterson Buch, von dem habe ich schon ein paar gelesen, ihr kennt ihn alle. Der schreibt mal alleine, mal mit Co-Autoren und das in sehr hoher Frequenz, sehr gute Bücher. Und dieses hier heißt, wenn er fällt, dann stirbt er. Man sieht ein Küstenstädtchen, beziehungsweise ein Küstenhäuschen. Und der Klappentext hat mich auch angesprochen, hätte ich das Buch nicht mitgenommen. War richtig schön auf dem Trödelmarkt zu stöbern, nach Büchern übrigens. Ah, hat mir richtig gefallen. Aber jetzt zum Klappentext. Jack Mellon erhält die Nachricht, dass sein Bruder ertrunken ist. Ein Unfall? Wohl kaum. Denn sein Bruder war ein hervorragender Schwimmer. Mord? Gegen eine Verschwörung der mächtigen New Yorks beginnt Jack zu ermitteln. Ein Meisterwerk der Spannung aus der Feder von James Patterson und Peter de Jonge. Ah, Peter de Jonge ist der Co-Autor. Okay, jedenfalls James Patterson kennt ihr alle. Und es tut mir im Herzen weh, das Buch in diesem Zustand gesehen zu haben. Und ich musste es einfach erlösen und ihm einen wohlverdienten Lebensabend bescheren. Denn... ja, also ich weiß nicht, ob die Leute damit Frisbee gespielt haben oder, also wie kann man denn ein Buch derart kaputt machen? Aber naja, Seiten sind noch alle drin, Spannung hoffentlich auch. 2 Bücher haben wir noch. Einmal Karen Slaughter, Gottlos, ein Thriller. Ah, das hätte ich eigentlich auch zu dem, ja, nicht ganz, aber zu diesem Kirchen- und Vatikan-Thriller anpacken können. Es ist so ein bisschen in diese Richtung, aber nicht ganz, aber es hat wohl mit einer Sekte was zu tun. Aber wir starten den Klappentext. Zunächst aber vorweg, Karen Slaughter werden die meisten wahrscheinlich gehört haben. Sie ist ein Begriff, sie schreibt sehr, sehr viele und gute Thriller. Ich habe von ihr auch schon 2, 3 Bücher gelesen. Im Kopf weiß ich jetzt aber nicht welche. Könnte ich aber nachgucken oder ihr guckt es nach bei meinem Goodreads. Und wir fangen jetzt an mit dem Klappentext. Der Schrei erstickt in der schwarzen Erde über dir. Als die Gerichtsmedizinerin Sarah Linton Chief Jeffrey... Als die Gerichtsmedizinerin Sarah Linton und Chief Jeffrey Tulliver die Leiche des jungen Mädchens im Wald finden, sind sie entsetzt. Sie wurde lebendig begraben. Ihr Tod muss langsam und unvorstellbar qualvoll gewesen sein, doch die Ermittlungen sind mehr als schwierig. Abigails Familie gehört
einer überaus fromm lebenden Sekte an, die nur wenig Kontakt zur Außenwelt hat. Da entdeckt die Polizei einen zweiten Sarg, der bereits vermodert ist. An der Innenseite finden sich Kratzspuren. Jeffrey wird klar, dass Abigail nicht das erste Opfer des Killers war. Wie gesagt, geht auch so ein bisschen in diese Kirchenrichtung. Und es gibt ja diverse Geschichten, die so Sargthemen haben. Und zwar habe ich das nicht gelesen, aber habe ich hier als digitales E-Book vorliegen, Der Sarg von Arno Strobel unter anderem. Und ja, auf jeden Fall haben mich der Klappentext, also finde ich cool. Kleines Lola, wie gesagt, auch schon gelesen, gut befunden. Und für einen Euro kann man nichts und auch gar nichts mit diesem Buch falsch machen. Dann haben wir nochmal was aus dem Bastei-Lübbe Verlag. Und zwar Andreas Eschbach Ausgebrannt. Ich habe von Andreas Eschbach auch noch ein aktuelles Buch hier liegen, was ich geschenkt bekommen habe. Habe ich letztens mal in einem Neuzugänge-Video gezeigt. Und auch das hier ist wieder eine Art Endzeit-Szenario. Wahrscheinlich aktueller denn je, denn es geht hier darum, was passiert, wenn sozusagen das Benzin nicht mehr da ist. Und das ist ja momentan jetzt auch eine Zeit lang relativ teuer. Wir starten mit dem Klappentext. Selbst mit dem letzten Tropfen Benzin kann man noch beschleunigen. Nur wie lange noch? Die Menschheit vor ihrer größten Herausforderung, das Ende des Erdölzeitalters, steht bevor. Als in Saudi-Arabien das größte Ölfeld der Welt versiegt, kommt es weltweit zu Unruhen. Bahnt sich tatsächlich das Ende der Zivilisation an? Nur Markus Westermann glaubt an ein Wunder. Er glaubt, eine Methode zu kennen, wie man noch Öl finden kann. Viel Öl, doch der Schein trügt. Eschbach versteht es glänzend, gut recherchierte, oft frappierende Fakten und Stuhlelemente zu vermengen, sagt die FAZ mit einem Rechtschreibfehler, deswegen stößt ich gerade so ein bisschen. Aber, wie gesagt, ich bin gespannt. Und das ist sozusagen auch ein Thriller, aber eher in Richtung Endzeit und wie reagieren Menschen und was passiert, wenn die normalen Regeln außer Kraft gesetzt wurden. Finde ich sehr spannend. Habe ich ebenfalls von Euro ergattert. Und damit sind wir am Ende meines größten der Trödelmarkt-Bücherkauf-Videos. Sagt mir nochmal, ob ihr schon eins dieser Bücher gelesen habt oder ob ihr auch auf dem Trödelmarkt mal ein paar Schätze heben geht, Bücher bezogen. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!